Ja, willkommen bei Dirk Lind auf meinem Kanal. Heute geht es darum, wie man das TT50 komplett digital bis zum Endprodukt durchschleift, ohne diese analogen Sprünge, die man hat. Ursprünglich war das ja so, dass TT50 aufgebaut. Ich habe 8 Direct Outs dort und habe dann über ein Multicore-Kabel das Mischer geführt, der digital war. In dem Fall habe ich den Behringer, den XR18, und der hat wieder in ein digitales Format umgewandelt, dort die Effekte draufgegeben, dann wieder analog auf die Endstufe und dann kam es eben zu den Zuhörern. Das muss alles so gar nicht sein, sondern ich habe die Möglichkeit, mit dem System, das man hier hat, voll digital von Anfang bis Ende durchzurouten. Zum Beispiel auch auf den Raper, der ja auch digital aufzeichnet, ohne die Verluste, ohne irgendwelche Wandler dazwischen. Und wie das funktioniert, das zeige ich hier. Als erstes ist es wichtig, dass wir dort den TD50 einstellen auf einen Treiber. Und bevor dieser nicht auf dem Vendor steht, weil ich habe einen speziellen Treiber, ich mir auch gleich runterladen muss im Internet, wird auch dieser Output nicht sauber funktionieren. Ich habe hier ein Mac bei mir und auf der Seite von Roland gibt es für alle Betriebssysteme für Windows und für Mac die aktuellen Treiber für den TD50. Eigentlich untypisch, dass es für den Mac Treiber gibt, aber ich brauche den auf alle Fälle, damit es funktioniert. Also zuerst hingehen, TD50, USB-Kabel rein, verbinden mit meinem Mac. Dann gehe ich in mein TD50 rein, gehe auf das Setup, USB-Setup und stelle auf Vendor um. Dann gehe ich rüber zu meinem Mac, lade mir meine Packages runter von Roland, installiere die, bitte auf die richtige Version des Operating Systems achten. Da gibt es also deutliche Unterschiede, gerade mit der High Sierra letzten Version. Muss man auf alle Fälle drauf achten, sonst funktioniert es nicht. Dann neu booten, das ist wichtig. Wenn man nicht neu bootet, dann klappt das nicht. Übrigens, das Roland muss auch neu gebootet werden, ausgeschaltet werden, kurz warten, dann wieder starten, dass auch der neue Treiber dort funktioniert. Gleiches gilt für den Mac, also nochmal hochfahren und dann in Systemeinstellungen mal reingehen, mal gucken, ob unter Ton, unter Eingabe das TD50 erscheint. Das muss da sein, damit auch die Verbindung zwischen Mac oder PC und dem Roland hergestellt ist. Ja, dann wird es spannend. Dann öffne ich meinen Raper. Beim Raper selbst muss ich natürlich die Eingabe noch mal anwählen, in dem Falle die TD50. Und habe jetzt die Möglichkeit, ich habe hier ein Template mal abgespeichert und habe jetzt 10 Spuren aufgebaut. Und diese 10 Spuren habe ich mit den einzelnen Ausgängen mit dem TD50 verbunden. Ich habe die 8 Direct Outs, die ich auch vorher schon hatte, plus eben mein Main Out, also links und rechts, 10 Spuren, die alle einzeln aufgenommen werden können. Und das ist ziemlich cool, weil ich dadurch einen Multicore mir spare und eine Wandlung wieder zum PC mir auch spare. Ich gehe also digital von meinen aufgenommenen Sets, meinen Drumtech-Sound, die ich jetzt dazu gekauft habe, die wirklich akustisch absolute erste Sahne sind, die wirklich so klingen, als wäre hier ein Akustikset im Raum, gehe ich direkt in den Raper rein und kann es aufzeichnen. Echt eine coole Geschichte. So, also Raper läuft soweit. Damit sind wir erstmal Haken dran. Jetzt geht es weiter Richtung Mischpult. Also für den Live-Betrieb habe ich auch einen Multicore wieder zu meinem Mischer. Brauche ich auch nicht. Ja, mein Mischpult ist ja auch digital ausgestattet. Ich habe auch hier USB-Empfänger drin, also einen USB-Input oder eben diese analogen Inputs und kann natürlich jetzt durch das Routing, dass ich jetzt, ich habe hier eine Demo drauf und habe jetzt ein Routing aufgebaut, wenn ich unter mein Routing gehe und USB Returns, kann ich jetzt meine Returns so aufbauen, dass meine einzelnen Kanäle dieses Drumsets mit dem Mischpult verbunden werden. Und somit spare ich mir einmal diese Digital-Analog-Wandlung für den Output über die Direct Outs, aber wieder zurückgehen natürlich auch wieder im Mischer selbst eine Analog-Digital-Wandlung. Und somit habe ich ein verlustfreieres Signal und einfach genau diese Quelle eigentlich eins zu eins durchgeschliffen. Und das ist ziemlich cool. Also, das ist immer noch analog gespielt, alles noch Handmade Music, ist auch ein Handmade Sound, wenn man so will. Alles aufgenommen von realen existierenden Systemen, aber natürlich mit der Variation deutlich umfangreicher. Ich kann mein Set umstellen, ich kann meine Mikrofonpositionen pro Set anders bedienen. Braucht da vielleicht auch keinen Menschen, der von außen im Mischpult nochmal die ganzen Presets drückt. Ich stelle es einfach um, habe meine Favoritenliste, habe eine Setliste und kann diese einzelnen Lieder mit meinen Drumsets verbinden und das alles zu einem perfekten Sound. Ja, ich hoffe, das hat euch erstmal geholfen, die Verbindung von den Sounds aus dem Modul direkt in eine andere Welt mitzunehmen, ohne dass man die digitale Welt verlässt, also ohne analoge Welt. Es klappt ziemlich cool und probiert es mal aus. In diesem Sinne, euer Dirk und macht's gut. Happy Drumming!